Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinzregent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission. Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich! Ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Alice will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin?
Orte des Lieblingssohns. Connor ist dein Liebster. Dann nach Hillis Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Noch einmal so, ich werfe euch ins Meer. So viel Segel wie wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn, für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Lebensspieler. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. You're miles off course. In the windy old weather, stormy old weather. Vorsicht, das ist ein raues Lüftchen, Captain. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti.
Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stünden die Rossbuffs doch nur als die Templer Defensiven. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Nein, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik, auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbeard, Woods Rogers und Caligo Jack Rackham. Caligo wer? Wir kommen näher, Shay. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus runter. Und sie kapern und plündern, bevor die Crew weiter. Heute ist unser. Für die Morrigan. Das Meer von hier bis an die Costi ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkam einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber
Haiti ist doch französisch, nicht? Das hätten wir geschafft, Jay. Segelreffen! Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Nein, der See und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Wir sind sicher, Captain. Einholen und aufgehen! Was bedrückt euch, Captain? Das war eine runde Sache. Wie kann ich zu Diensten sein? Vielleicht später. Pas de criminels, pas de britanniques. Tu es fou. Je voudrais bien un bon combat. De la belle vie. Profites-en.
Il n'y a que des bêtes sauvages partout à la ronde. Les animaux, on peut les traquer. We've got less business here than filling the spaniel. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich verdanke euch mein Leben.
Segeln wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr. Le Chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Segelbergen an die Schoten. Schiffe, ahoi! Da kommen die Fischer von Perse. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feiglinge müssen zahlen. Was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shell. Wunder gibt's immer wieder.
wir fort. Wir sind jetzt nicht mehr weit von Antikosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja, ich hoffe, der Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shane. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Das Sir, sieht von verlassen aus. Der Wind frischt auf. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Vorsicht! Das ist ein raues Lüftchen, Captain. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist Eau de Vie. Was zum Teufel ist das? Whisky. Ich vermisse Marie. Eine tolle Frau. Niemals traf ich eine treuere Seele. Woher kennst du sie? Ihre dritte Hochzeit. Haha, hab mich aufs Fest geschlichen. Du hast dich wohl noch im Meer eingeschlichen. Look at this place. Tell me what you see. We collect protection. Buildings, we run broth trees. We invite you. The beginnings of an empire. My empire. Look at this place. Tell me what you see. Buildings, trees. I see the beginnings of an empire. I don't know. My empire. Jenkins, let's hit it. We've got something new here. I have a clear shot. As the crow flies, see him. What? Don't give him the satisfaction of slipping away. Find him again, ready to open fire. Nun, Louis-Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Sie haben Fettarbeiter da. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein.
Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. So ist richtig.
nenne ich Beute. Oh.
Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt. Liam, du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er ihr das Sagen. Nun, er hat mich...
in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Zeig mir Respekt, Jay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Der Wind weist Ärger, Captain Cormack. Bereit hier! Alle Kreuzsegel bereit! Großsegel, los geht's! Großsegel lockern! Seesegel hissen, los geht's! Hey Boys! Das Fischerdorf Greystone. Seit es von Banditen geplündert wurde, gehört es den Franzosen.
Rubens wohnen einige Assassinenbrüder. Dort ist es. Kopfsegel!